Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Survivor 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ja, ich würde sagen, ich mache erstmal kurzzeitig. Ich weiß, wir haben noch nicht alle Glyphen. Wir haben noch nicht alle Lebens- und Power-Up-Radar, aller Dinge. Da wir aber die letzten... drei Sachen kriegen wir, glaube ich, nur, wenn wir unseren letzten Bruder besiegt haben. Oder vorerst letzten Bruder. Und das war einer der Katzen. Und von daher würde ich sagen, starten wir einfach direkt, indem wir unseren guten Bruder mal besuchen. Ihm einfach mal einen Besuch abstatten. Ja, ich habe den halben Tag heute damit verbracht, alles fürs Streamen vorzubereiten, da ich ja voraussichtlich Anfang 2021 anfangen zu streamen werde machen. Ich gehe mal nicht von aus, dass ich es eher hinkriege. Ja, ich habe mir auch schon so die ersten zwei Spiele ausgesucht, die ich vorhabe dann zu machen. Ja, das eine wird halt ein Online-Game sein, wo ich mich dann so ein bisschen mit reinziehen werde. Und das andere wird halt... Sächen? Wird halt... ein RPG sein. Allerdings noch kein storylastiges Game. Da ich nicht weiß, wie viele von euch mir dann zuschauen werden. Deswegen... Na... Warte mal, wir sind super hier. So. Und ja. Deswegen werde ich das dann... mache ich das dann halt so, wie es mir da gerade in den Sinn kommt. Das sieht aus wie Vampir-Clown so ein bisschen. Hier so reinragt. Sind es aber nicht. So. Das glaube ich nicht, dass das Vampir-Clown sein soll. Wir können echt froh sein, dass wir schon schwimmen können. Sonst wäre das Ganze hier ein bisschen blöde. Bisschen schwierig, sozusagen. Hier sehen wir auch Omas Clan-Symbol. Mal gucken. Ja, hier schneit es übrigens auch. Jetzt gehe ich mal von aus, dass das Schnee darstellen soll. Als Kind habe ich tatsächlich gedacht, das wäre Asche. Dann habe ich mich dann aber... Wobei, doch, ich glaube... Nee, einen Ascheberg gibt es da nicht. Das war einfach nur so ein fabrikartiges Gebäude in der Anfangssequenz. So. Hier speichere ich direkt. Dumas Clan-Gebiet ist tatsächlich das Einzige, was ich nie auf Anhieb hinkriege. Mit den Wegen. Ich werde mich hier also enorm viel verlaufen. Gehe ich mal von aus. Hi. Hier müssen wir hoch. Davon, wo man kommt. Ich will mir das hier einfach mal alles ein bisschen genauer ansehen. Also Dumas Lerngebiet finde ich sogar richtig cool. So vom Design her. Aber auch vom Theme, was gleich kommt.
Einst war diese Stadt voll von Leben meiner Art. Teilten tatsächlich andere Clans dasselbe Schicksal? Konnte kein in seinem Wahnsinn keinen seiner Brut verschonen? Nicht kein, sondern Dumas eigene Arroganz bewirkte den Untergang seines Clans. Ich spreche von menschlichen Fehlern, Raziel. Duma und seine Abkömmlinge hielten sich für unbesiegbar und verloren den Blick für die Gefahr. In ihrer Selbstzufriedenheit ließen sie sich überrumpeln und die menschlichen Vampirjäger konnten sie ohne große Gegenwehr überwältigen. Die wenigen, die fliehen konnten, sind zu Aasfressern verkommen. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber er scheint wohl nicht gerade. Also neben Turell und Raziel scheint er halt mit der stärksten. Da ist er halt einer der stärksten Brüder. Aber ich glaube, er war nicht gerade einer der schlauesten. Meiner. Jetzt hier rein. Stimmt, zwei Glyphen fehlen uns noch. Stoffchen. Jetzt mal wieder. Gucken, weil ich mal wieder keine Ahnung habe. Stoffchen. So. Ich weiß nicht, ob das hier alles gerade so richtig ist. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Da kommen wir nicht hin. Jetzt auch nochmal ein Weg. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht lang. Gut. Kann noch sein, dass ich da erst rein musste. Wie gesagt, das Klanggebiet hier kriege ich am wenigsten hin. Weil irgendwie merke ich mir das hier nie. Guck mich aber halt lieber erstmal um. Gut. Hier kommen wir noch nicht weiter. Gut, dann müssen wir da auf jeden Fall rein. Ist nur die Frage. Da ist das. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ich hoffe, das hier ist richtig, was ich tue. Ich mache wahrscheinlich gerade einen dummen Fehler. Dachchen. Okay. So. Ich muss gerade noch mal kurz nachgucken. Ja, kurz. Schauen. Jo. Boah, ist das hell. Viel zu hell. So, wir sind zumindest schon mal drüben. Gut.
Ach, das war das Ding hier. Ich verstehe. Eine E-Mail. Jetzt. Wir müssen die einen Kisten von der Seite hier einmal auf die andere Seite befördern. Machen wir das hier einmal. Habe ich mal erwähnt, dass ich Kistenrätsel hasse? Bin ich? Ich hasse Kistenrätsel. Muss ich gerade echt zweimal überlegen. Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier irgendwas richtig mache, liegt bei 0. So. Nein. Einmal. Hallo, Ravi. So. So funktioniert das jetzt auch. So, lass mich raten, da unten ist auch einer. Ja. Nein, du schlägst mich nicht. Denk nicht einmal daran. So. Einen brauche ich, glaube ich. Die anderen brauche ich, um da hochzukommen. Ich hasse sowas. Einer, die, bei denen ich es noch nicht erwähnt habe. Eieiei. Das sind so die Sachen, die die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig.
sind jetzt nur noch diese Kiste, sonst kommen wir da nämlich nicht hoch. Dann muss man sehr hier elendig verhungern. War nichts mehr. Jetzt weiter durch diese Rohrschächte. Die ich zumindest mal von aus, dass das Rohrschächte darstellen sollen. Das ist dieser Raum, okay. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich hier oben was machen muss. Weiß ich gerade tatsächlich nicht. Aber ich musste hier oben gar nichts machen. Ich muss einfach nur runter. Oh, hi. Nein, du schlägst mir nicht. Das ist hier verboten. Huch. Achso. Mal. Ja, mal kurz meine Decke hier. So. Und dann muss ich jetzt gleich einmal. Ist das öffnen? Nee. Muss ich jetzt einmal kurz was ausprobieren. Das ist das, okay. Nein. Und jetzt. Da hat das Boom gemacht. So, jetzt ist einmal hinter uns auf. Jetzt ist einmal vor... da auf. Und hier müsste es jetzt wieder zu einem Gang gehen, wo wir eben waren. Meine ich. In den einen Hof, ja. Das heißt, ich muss mir jetzt merken, welche Richtung da was ist. Aus dieser Richtung, da ist Feuer, da ist Gas. Dann will ich in diesen Gang einmal rein. Also der Bosskampf, der uns hier erwartet, wird auf jeden Fall sehr interessant. Ah, jetzt sind wir hier oben. Das muss ich einmal überlegen. Das ist das. Das ist das. Okay. Gut, jetzt müssen wir immer auf die andere Seite. Weil wegen diese toten Boomerinen. Muss ich einmal kurz gucken. Ich weiß nicht, wie gerade das Ding jetzt ist. Assi. Das steht das schon richtig. Hm? Ja, gerade schlage ich mich ja doch recht gut. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Oh. Wieder einmal gucken. Der liegt hier auf jeden Fall schon sehr lange. Der ist deutlich verwester als
Oh ne, das ist die Stelle. Ja, ich hasse sie. Genau, da muss ich hoch. Hier war es noch nicht, ne? Da hoch. Ja, hier habe ich früher immer gern ein bisschen gebaut. Problem hierbei, wir müssen erst noch einmal auf die andere Seite rüber. Weil es ja nicht schon schwer genug ist. Da so normal rüber zu kommen. Wir haben es geschafft. Das passiert aber selten, dass ich das auf Anhieb schaffe. Mal kurz speichern. So, hier müssen wir weiter. Nächstes mussten wir da, glaube ich, hin. Hallo? Nein. Ja, ich weiß. Tschüss. Ah, stimmt, ja. Ob ich weiß das wieder? Ja. Ich weiß es wieder. Wir müssen hierfür in die andere Welt wieder reisen. Sind wir hier nämlich wieder gleich hoch. Hier ebenfalls. Und oh Gott. Ja, einmal. Und das Ding am Kippen. So. Und hier würde ich dann noch sagen, machen
mache ich erstmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Also, ciao!